Ich glaube, es wird eine Katastrophe. Das ja? Okay. Meinst du, es wird eine Katastrophe? Ja, das ist nicht schlecht. Die Dosen waren gepackt, jetzt wurde Action gestartet, yeah. So war's damals und sie weiß es bis heute nicht. Wozu auch? Sie ist ein Mensch und scheiße, sie sollte sich auch amüsieren können, ohne sich Sorgen zu machen. Als sie nach Hause kam, hab ich schon saugut geschlafen. Schütze deine Eltern und lüg sie an. Hi! Wir proben für den Auftritt in der Max Schmelinghalle vor KIZ. Wir überlegen uns ganz genau, was wir da dann wohl auf die Bühne stellen werden, weil wir müssen ja überzeugen. Komm, erstmal ein Bierchen und eine Kippe, wa? Und dann? Und dann müssen wir Dings. Müssen ja gut sein. Wir müssen ja ein Album promoten. Fick deine Mutter, endlich was Persönliches. Baby, reg dich ab, ich sag dir Waffe nur, wie schön sie ist. Wir fahren in den Föhn hier mit. Und wenn die Leichenstarre nachlässt, verwöhn ich dich. Mit circa 5 lesen wir im Sterbebett. Endlich mal ein bisschen mehr wie Flair gerappt. Ey, vielleicht soll meine rauchen gehen. Ja. Geh meine rauchen, ne? Ich bin auch halb trocken. Ich schreib nicht mit dem Schliff. Meine Technik ist ganz neu, denn ich schmeiß in meine Texte mit dem Schwanz in deine Freunde. Ich glaube, wir sollten hier rausgehen. Oh, okay. Okay. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt eine Kippe rauchen. Die Ärzte sind panisch. Während der Herzmassage ist das Letzte, was ich sage. So, jetzt zweites Standbein und dann rauchen, oder? Rauchen, ja. Dann fangen wir an. Aber zweites Standbein, ja? Ja, oder? Ja, oder? Fick deine Mutter, du Hurensohn! Fick deine Mutter! Ja. Ist so. Fick deine Mutter, du Hurensohn, fick sie! Wirklich. Du Hurensohn, fick deine Mutter! Fick deine Mutter, du... Nee. Lass mal noch eine rauchen vielleicht. Nee, ich mach keine Nachtschicht. Ich mach...